heutzutage eine Schiebebremse. Wir befinden uns gerade hier in der Entwicklungsabteilung und das ist eines der Projekte, wo unsere Entwickler dran sind. Sie haben ein Schiebebremssystem auf unsere Fahrzeuge montiert. Was wir bis anhin hatten, sind die Trommelbremsen. Ja, was sind denn die Vorteile von Schiebebremsen? Sie sehen schöner aus. Das muss ich klar sagen. Wenn ich ganz viel bremse, so auf einem Rennkurs, dann kann ich mit den Schiebebremsen viel besser die ganze Energie abgeben. Bremse heisst Energie vernichten, die muss irgendwo her, die Energie. Das wird aufgeheizt und das strahlt dann weg. Mit diesen Bremszangen kann ich auch sehr, sehr präzise bremsen. Ja, sie haben aber einen Nachteil. Bremszangen werden durch Hydraulik, werden die Führer gedrückt, die Scheibe selber. Und dann bleiben sie eigentlich dort. Und darum haben so Schiebebremsen immer ganz wenig Restbremsmoment, wenn ich es nicht mehr brauche. Bei einem Benzinauto ist das völlig gleich. Aber bei einem Elektrofahrzeug, wo ich jedes Prozent von Energie brauche, habe ich das nicht gern, wenn ich da so viel Verlust habe. Das ist ein entscheidender Nachteil von der Schiebebremse. Wenn ich es nicht regelmäßig brauche, dann könnte ich auch verhocken. Das ist ein weiterer Nachteil. Jetzt bei Elektromobil brauche ich ja die Bremse fast nie, weil ich tue ja möglichst viel Energie über den Motor wieder zurück in die Batterie. Die Bremse brauche ich nur in einer Notsituation. Und darum bleiben wir lieber bei unserem althergebrachten System. Das sind nämlich da Trommelbremsen. Trommelbremsen sind vielleicht ein bisschen weniger präzise in der Ansteuerung. Die Bremswirkung ist genau gleich gut. Und solange ich die Bremse selten brauche, ist immer noch genug Oberfläche, um die Energie wegzubringen. Der Vorteil aber, sie lösen mir sehr schön und durch das habe ich kein Restbremsmoment. Ich habe also viel einen besseren Wirkungsgrad vom Gesamtfahrzeug. Wir haben ein spezielles System mit einer mechanischen Servobremse. Das erkläre ich euch ein anderes Mal. Gute Zeit!